So, guten Morgen. Im Namen der Freunde der Sezession heiße ich euch nach einer langen Pause. Ich glaube, unser letztes Ausstellungsgespräch war bei Jonna Kompfer irgendwann Anfang Februar. Es fühlt sich an wie ein Jahr. Hier herzlich willkommen. Toll, dass Kolja Reichert selber kommen konnte, unser erster ausländischer Gast in dieser Corona-Zeit. Danke, Kolja. Es geht um Verena Dengler unter anderem heute und ihre Ausstellung. Verena Dengler ist in Wien geboren und aufgewachsen. Sie studierte an der Akademie für Bildende Kunst sowie an der Slade Academy in England. Sie wird als Meisterin der pointierten Anspielung in Wien gehandelt. Ihre Installationen, Objekte, Bilder, Zeichnungen, Texte, Videos, Performances und Kollaborationen sind anspielungsreich, pointiert, humorvoll und mitunter gewollt und schrill. Sie ist eine aufmerksame Beobachterin der Kunstwelt, ihrer Mechanismen und den historisch gewachsenen Bedingungen, so wie sie auch ihre eigene Verflechtung in dieser Kunstwelt durchaus rezipiert. Der Titel der Ausstellung ist lang. Ich versuche ihn hier richtig auszusprechen. Die Anführungszeichen öffne ich. Die Galeristin und der schöne Antikapitalist auf der Gothic-Stätten, in Klammer, Corona, Rezession, Session, Denkwit 20, Smiley Face, Klammer zu. Die Gründungszeit der Sezession mit ihrem blumenreich dekorierten Verkaufsausstellung war für die Künstlerin ein Bezugspunkt bei der Konzeption der Ausstellung, die auf ihre weitreichenden Netzwerke und kollaborativen Strukturen aufbaut. So ist diese Ausstellung das Ergebnis vielfältiger Zusammenarbeiten. Hervorheben möchte ich die mit der Religionshistorikerin Barbara Urbanitsch. Willkommen, Barbara. Wir sehen Sie einmal hier am Panel, wie auch hier als Monument in Bronze gegossen. Sie zeichnet auch für die morbid schöne Blumenpracht dieser Ausstellung und der reichen Vegetation der Stätten, wie man sie nennt, verantwortlich. Selbst bezeichnet sie sich als Hobbyblumengärtnerin mit Gestaltungsdrang und revolutionärem Eifer. Verena Dengler lebt und arbeitet in Wien. Ich will hier nur kurz aufmerksam machen auf ein Zitat, was Verena im Laufe dieser Arbeit für die Ausstellung gefunden hat, von Karl Kraus. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, es ist ein fantastisches Zitat. Man kann es auf der Website am Pressetext sehen. Es ist sehr treffend für diesen Kontext. Kolja Reichert ist 1982 in Starnberg geboren. Nehme ich vielleicht weg von dir. Er studierte Philosophie und neuere deutsche Literatur in Berlin. Er schreibt zu Themen von Kunst, Musik, Kulturökonomie, Architektur und Literatur. Und das macht er in zahlreichen internationalen Publikationen wie der Zeit, der Welt, Monopol, Art in America, Freeze, sowie in zahlreichen Katalogtexten zu Ausstellungen von Künstlerinnen oder Biennalen, wie zum Beispiel die letzte Berlin-Biennale, die sechste Berlin-Biennale war es. Wir haben schon einige andere. Das war die Biennale von Katrin Romberg vor zehn Jahren. Wenn ich kurz aktualisieren darf, seit 2016 bin ich Redakteur für Kunst bei der FAZ, seit 17 bei der Sonntagszeitung der FAZ. Okay. Deshalb bin ich geschmeichelt von der Aufzählung, bin aber doch relativ eingeschränkt auf den Sonntag. Auf die Beaufsichtigung der Kunstberichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo Verena Dengler übrigens auch schon hin und wieder geschrieben hat. Okay. 2012 erhielt, das habe ich, derzeit ist er Redakteur der Frankfurter, ich habe die ganze Frankfurter Allgemeine Zeitung genommen, nicht nur den Sonntag. 2012 erhielt Reichert den Art Cologne-Preis für Kunstkritik und 2018 den renommierten Will-Grohmann-Preis der Akademie der Bildenden Künste.
In Wien kuratierte Reichert im Rahmen von dem Format Curated By die Ausstellung Production in der Galerie Nissan Stefan. Im Kontext der Sezession waren seine Texte unter anderem zu den Künstlerpositionen von Heinrich Dunz, hallo Heinrich, und Ed Rocher zu lesen. Ich danke dir, Kolja, dass du gekommen bist. Ich danke dir, Verena, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast. Und ich danke dir, Babsi, dass du uns gejoint hast. Ja, vielen Dank, Silvi. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie gekommen seid. Das ist, fängt ja gleich mal an, ein bisschen gegen die Künstlerromantik hier um 11 Uhr in der Früh anzuarbeiten. Ja, ich freue mich sehr, Kolja, dass du nach Wien gekommen bist. Wie war deine Reise? Bist du gut angekommen? Das war ja deine erste Reise seit Corona. Ja, es ist fast die Reise des Jahres für mich gewesen, glaube ich. Also ohne jetzt genau zu wissen, wann das Jahr angefangen oder geendet hat, weil Zeit etwas ist, was völlig unbeherrschbar vor sich hinfließt für mich seit dem Lockdown. Irgendwann in diesen träumerischen Wochen kam diese E-Mail von dir, die ich nicht fassen konnte. Wie aus einer anderen Welt heraus kam die Einladung, in ein anderes Land zu reisen, in einen Ausstellungsraum hineinzugehen, darin sich mit mindestens zwei Menschen aufzuhalten und ein Gespräch zu führen. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Wenn ich ausreisen dürfte, wenn die Grenzen offen sind, komme ich gerne. Und ich finde fantastisch, dass es geklappt hat. Und Wien ist also natürlich ist wunderbar, hier zu sein und den Geist der Künstlerromantik rundum genießen zu dürfen. Dank der großzügigen Einladung, auch der Freunde der Sezession, habe ich jetzt das dritte Frühstück im Hotel Beethoven hinter mir. Ich habe auch es gibt so einen aufwendigen Zettel, den ich jeden Abend versucht habe auszufüllen. Man muss schon abends entscheiden, was man frühstücken möchte am nächsten Morgen. Und nicht nur zu welcher Uhrzeit, sondern auch, ob es das Ludwigs-Wiener Frühstück sein soll. Woraus besteht das? Das ist ein weiches Ei, eine Semmel, ein Kipferl und die Marillenmarmelade. Mhm. Das habe ich gestern ausprobiert. Mhm. Aber vorgestern war es mir eigentlich lieber mit dem Full-Ludwig. Da gibt es ein Eigericht nach Wahl. Wurst, Schinken, Käse, Räucherlachs, wirklich sehr gut, bisschen zu wenig vom Lachs. Butter, Aufstriche, Marmelade, ein Birchermüsli, was wirklich fantastisch ist. Obstsalat, bisschen klein. Tageskuchen war ein bisschen trocken. Aber rausgehauen hat es eigentlich vorgestern wie heute das Omelette Berg. Es gibt Omelette Berg, Omelette Ozean und Omelette Wald. Und hast du schon alle probiert? Ich bin beim Berg geblieben, weil das ist ein sehr guter Bergkäse ist da reingearbeitet. Das reicht eigentlich schon als Mahlzeit. Es ist ja auch besser, weniger Weißbrot zu essen. Ja. Und es sind Senfkörner dabei. Kann man auch glutenfreies Brot bestellen in dem Hotel? Ach, das habe ich jetzt nicht gefragt. Nee? Das vergesse ich immer zu fragen. Und wie lange ist das Frühstück? Das ist das Allerbeste. Ja, was? Das ist für mich Wien, also als Erlebnisraum natürlich, aus touristischer Sicht. Das Frühstück ist von 7 bis 11. Und am Wochenende auch noch länger? Von 8 bis 12. Ja, das ist doch wunderbar. Also wenn wir hier nicht sitzen würden, dann hätte ich fertig essen können. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen als Ort. Du hast es ja auch in deiner Künstlerpublikation hervorgehoben, das Hotel Beethoven. Ja, ich kann noch mehr erzählen über das Hotel, aber vielleicht kannst du erst mal deinen Zugriff zum Hotel. Ja, also ich habe interessiert. Ja, wir haben eine wunderbare Anzeige von dem Hotel Beethoven. Also ich habe eine Künstlerpublikation gemacht zu dieser Ausstellung. Die kann man auch hier erwerben im Shop. Es gibt ja in der Sezession seit einiger Zeit das Konzept des Künstlerbuchs. Und ich habe mich dem so genähert, dass ich mir die alten Versacrum-Hefte, also die Publikation der Sezession, so um 1900 gab es Magazine, die waren natürlich quadratisch, das war. Und da ist mir aufgefallen, dass es da so Werbung drin gab von Firmen, die damals, also Backhausen und so weiter. Und das war eigentlich so der erste
so der erste Zugang zu dem Format Künstlerbuch, weil ich eigentlich damit, mit diesem Konzept, also das klingt für mich schon so, das soll so rein sein von, keine Ahnung, Kommerz. Und jetzt ist eine sehr wichtige Ebene in dieser Publikation ist eben die Werbung. Also es ist sehr viel Werbung hier drinnen und das Hotel Beethoven hat auch eine Seite. Wien, Liebhaber, willkommen. Und dann, das ist schon eine Corona-Werbung, da steht The Desinfection Collection bei Ludwig. Also du hast ja gemeint, Ludwig ist diese Bar, die Wiener Bar am Naschmarkt. Und dann gibt es Step One, ein Coronita, da gibt es so ein Drink. Das ist hier mit so kleinen Figürchen. So Step Two, Wäschermädel. Step Three, Spring Clean. Und dann mit einem kleinen Sternchen verzeichnet, this is not a cure for Corona, but it may make you stay home tomorrow. Und dann Vienna, we missed you. Dann ist eine kleine Zeichnung von Beethoven mit einer Maske. Weil ja, es wäre ja das Beethoven-Jahr gewesen, 2002, also es ist das Beethoven-Jahr, hat er sich das vielleicht nicht vorgestellt, alle Konzerte abgesagt. Hotel Beethoven Wien invites you to undistance yourself and get back to society. In our newly reopened bar Ludwig, we offer all day service, Bieder und Meier Coffee and a unique cocktail experience. Würdest du sagen, dass das so deine Erfahrung mit dem Hotel widerspiegelt? Ja, absolut. Also für mich ist der Aufenthalt im Hotel Beethoven eine Art Rückkehr in die Realität. Also heraus von einem Raum, der eigentlich aus reinem Schauen bestand, also wochenlang im Grunde nur vom Balkon auf den Park schauen, zurück in die Realität und die Ökonomie der Gegenwart, die ja insbesondere daraus besteht, Erfahrungen zu machen, diese Erfahrungen zu sammeln, und daraus aufregende und herausfordernde, vielfältige, kontextbewusste Lebensläufe zu kuratieren und auch online per Instagram und anderen Medien zur Verfügung zu stellen. Und das Hotel Ludwig ist für mich im Grunde die Schleuse von diesem privaten Raum, dieses reine Schauen, dieses interesselose Schauen, Kochen, Aufräumen, die Wohnung herrichten, was wir alle erlebt haben, dieses oder letztes Jahr. Also während der Einschließungszeit, hin wieder in diese Ökonomie der Bilder und der kulturellen Werte. Also gestern zum Beispiel saß ich am Frühstück und es kam ein Paar und die Art, wie sie sich im Frühstücksraum umsahen, hatte so ein freudiges, kennerisches Genießen. Und auch die Art, wie sie bestellt haben, es hatte alles so eine Feierlichkeit an sich. Gleichzeitig aber auch so dieses Einverständnis unter Fremden, ja, dass man hier etwas Besonderes erlebt und dieses komplizenhafte einander zuschauen. Dann betrat eine ältere Dame in den Frühstücksraum und machte so Fotos von der Einrichtung. Also stand an dieser halben Wendeltreppe, die vom Foyer, von der Lobby in den Frühstücksraum führt, der übrigens auch eine wunderbare Sonneneinstrahlung hat zu der Morgenzeit und machte eben Fotos vom Interieur. So. Und die Damen in ihrer Erfahrungsoffenheit, Erfahrungsbereitschaft blickten sich auch um zu der Dame, nahmen Blickkontakt auf und die Dame versuchte sich zu entschuldigen, dass sie hier Fotos macht und meinte, sie sind nicht drauf. Und das schienen die beiden ein bisschen schade zu finden. Ja? Also so, kein Problem, Sie können uns gerne fotografieren, so sinngemäß die Reaktion. Und dann meinte sie, wollen Sie ein Foto von sich haben? Ich mache gerne eins. Ja, bitte, gerne. Und dann Woher waren die? Die Dame? Aha. Die Dame war aus Wien. Mhm. Das waren Gäste im Hotel? Ja, das waren Gäste im Hotel. Also das Paar hat gesagt, also zwei Damen, die kommen regelmäßig, meinen sie. Also mehrmals im Jahr kommen sie ins Hotel Beethoven. Aha. Immer wenn sie in Wien zu tun haben, kommen sie ins Hotel. Okay. Und die Dame ist aus Wien. Die meinte, sie wohnt um die Ecke und sie macht jetzt zweimal im Jahr Urlaub im Hotel Beethoven. Das ist die Gegenwart, meiner Meinung nach. Mhm. Ein genießerisches, oder? Wie stellt sich das für dich dar? Das Konzept der Künstlerromantik, von dem ich hier gerade erzählt habe, ist ja ein Hauptausgangspunkt für deine Ausstellung. Mhm. Mir ist nur was zu dem Fotomachen eingefallen, ne? Weil das, also
Ich habe ja diese Ausstellung schon, also wenn ich die Einladung bekommen habe, das war ja vor eineinhalb Jahren und das war eine ganz andere Zeit. Also die Künstlerromantik war, oder die, quasi das Erbe der Romantik, das war so ein Ausgangspunkt von dieser Ausstellung. Und dann vor ein paar Monaten kam der Lockdown und ich wusste lange nicht, also einige Zeit nicht, ob diese Ausstellung stattfinden wird, in welcher Form. Also viele andere Ausstellungen wurden ja verschoben auf nächstes Jahr. Und das war dann erstmal so ein ziemlicher Bruch für mich, also in dem Prozess, diese Ausstellung zu entwickeln, weil irgendwie es so ein krasser Einschnitt war, wo ich nicht gewusst habe, macht das jetzt alles Sinn, was ich mir vorher überlegt habe. Also ich bin da drauf gekommen. Was hast du dir vorher überlegt? Es passt auf eine sehr merkwürdige Art, sowas von präzise, aber es gab schon einen Moment, wie mache ich das jetzt als Künstlerin? Beziehe ich mich jetzt auf Corona? Also es gab einmal, ich dachte, man muss das irgendwie adressieren, ne? Also und wollte dann eine Kooperation mit Hornbach an Land ziehen. Das hat nicht geklappt, weil die Bilder in der Zeitung Anfang von Corona, also als die Shops wieder aufgemacht haben, waren diese ganzen Schlangen vor den Baumärkten und diese Bilder sind die so reißerisch durch die Medien gegangen sind, weil von wegen systemrelevant, also diese Wörter, die dann plötzlich kamen und ich habe nicht gewusst, weil es war klar, dass die Ausstellung, also auch die Eröffnung, weil das ist ja auch das, worauf man sich, also ich mich als Künstlerin also wirklich sehr gefreut habe, das war ja auch, also die Eröffnung war auch von mir immer als performativer Raum und eigentlich so als eigentlich Arbeit gedacht, aber eben ich war konfrontiert damit, dass quasi es wahrscheinlich keine Eröffnung gibt, das war noch, also es hat sich ja jede Woche irgendwie irrsinnig schnell verändert, also es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, es gibt gar keine Eröffnung, keine Ahnung. Und aber mit den Fotos. Was wäre denn diese Kooperation mit Hornbach gewesen? Na, ich wollte so eine Schlange, so eine Wagerschlange vor der Sezession, also dass man so einen Abstandszähler hat oder irgend so einen, und habe mit denen kommuniziert und die fanden auch, glaube ich, zu Recht, dass das, das war dann so zwei Wochen nach der Öffnung von dem Baumarkt, wo der meinte, sie von diesem Bild lösen, diese Schlangen, ne? Weil es ist in den Medien ist ja irgendwie, wurde das ja so mega reißerisch quasi, also die Leute, die stellen sich jetzt an, was machen die im Baumarkt, das ist auch so ein Klassen, hat ja auch so einen klassenmäßigen Werbung, ne? diese Diskussion und diese Bilder vor allem, die da durchgegangen sind. Ja, die Baumärkte haben im Grunde die Volkswirtschaften geradezu alleine gestützt, zusammen mit den Supermärkten, ne? Hatte man den Eindruck. Also es war wirklich systemrelevant, dass die offen waren in der Zeit. Man müsste mal nachverfolgen, wie sich die Zuhauses verändert haben, wie sich die Gärten verändert haben, was alles umgesetzt wurde an Verschönerung und Romantisierung des eigenen Lebens weltweit in den letzten Wochen. Ja, alle haben angefangen, Brot zu backen. Ja, Sauerteigbrot. Dass aber Hornbach mit Künstlern zusammenarbeitet, ist ja relativ neu. Also ist ja im Grunde ein Rückschritt, denn die beste Art der Öffentlichkeitsarbeit hatten sie ja schon durch eine extrem gute Werbekampagne. Also die Hornbach-Werbung war ja unter den Werbungen für Baumärkte und auch unter der Werbung für vieles andere eine der avanciertesten der letzten Jahre. Dann kam dieser Rückschritt in der Kollaboration mit Ai Weiwei, der diese Rettungswesten zum Selbstzusammenbauen entwickelt hat für Hornbach, wo man sich dann als Kunstinteressierte gefragt hat, was da jetzt genau das Interesse ist. Das ist ja eine gewisse Einschränkung dieser Bildmacht von Hornbach auf so ein verquastes künstlerisches Konzept. Das ist Kunst für alle. Ja, und insofern, das war vielleicht nicht ganz zu vermitteln, dass dieses Thema der Schlange, also in der existenziellen Situation des Wartens, im Grunde für die Marke Hornbach eigentlich auch eine Befreiung von der Kunst hätte sein können. Wie war der Dialog? Also was war dann letztlich die Absage? Sie wollten nicht mit
Schlangen werben. Ja, ne, sie wollten von diesem Bild los, sie wollten damit nicht assoziiert. Und ich kann das auch verstehen, weil im Grunde es wäre ja auch so irgendwie so in Benutzung gewesen von so, also, ja, ein bisschen eine platte Form des Kommentars, weil es gab ja diese Diskussionen so, ja, die Kunstwelt und die Museen werden vernachlässigt von der Politik und dieses, also ja, sind auch systemrelevant und eigentlich ist das doch, sollte man ja da gar nicht in die Nähe als Künstler von dem Verlangen, systemrelevant zu sein, also so dieser Nutzen, dieser, also. Und in dem Fall war es aber sozusagen der systemrelevante, die systemrelevante Einrichtung des Baumarkts, die eher die Kunstferne gesucht hat und sich befreit hat von dem Zugriff der Kunst. Ne? Mhm. Während es eigentlich ja eine schöne Kooperation hätte sein können, gemeinsam mit Hornbach auch diese Kunstmessestände zu entwickeln. Denn was ihr hier gemacht habt mit dem Ausstellungsdesigner Itai zusammen, ja, genau, ist ja im Grunde das Kern, also das, der Kern der Baumarktromantik wie auch der Künstlerromantik. Die Idee, dass jeder zu jeder Zeit ihre, seine eigene Kunstmesse aufbauen kann. Ja, das sind die Krischanitz-Stellwände. Das ist, wie? Das sind schon die Krischanitz-Stellwände. Ach so, ach so. Nein, nein, das ist ein kleiner Insider. Wo kommen die her? Waren die im Lager? Oder? Aber das Lustige ist, was mir gerade eingefallen ist, weil hier schließen sich so lustige Kreise, weil der Kolja ist ja auch manchmal mein Chef quasi. Wenn ich für die FAZ schreibe, dann bekomme ich von also, ihm quasi ergebenster meinen Redakteur. Ergebenster Gegenleser, ja. Ja, und ich hab ja über die Ausstellung von Wes Anderson und Juman Malouf im Kunsthistorischen Museum einen Text geschrieben und da hat ja Itai Magula die Ausstellungsarchitektur gemacht und der hat mir hier auch, also ich habe ihm auch geholfen bei diesen, bei den Messeständen, das war ein sehr toller Dialog, wie überhaupt die Ausstellung im Dialog mit einigen wichtigen Menschen entstanden ist. Die wichtigste davon sitzt neben mir, Babsi Urbanic, also sie ist die Chef Gothic Stätten Beauftragte, also dieses Werk, das wir hier hinter uns sehen, das ist maßgeblich von Babsi entwickelt worden. Also wir haben die Materialien haben wir zusammen über ein Jahr gesammelt. Also das sind hier Schilf, zum Beispiel Schilfrohre und das habe ich, also ich wohne in Hirschstätten, wie man vielleicht schon zur Genüge weiß, in meinem Haus gesammelt. Also ich habe die im Badeteich Hirschstätten, habe ich das Material, haben wir das zusammen da und das, mein Haus war komplett voll und deins ja auch. Ne? Also, ja, ich glaube, es waren 3 Kubikmeter Trockenpflanzen, die der LKW abgeholt hat und in die Sezession geführt hat. Und das, genau, und also diese Sachen, der Punkt dabei war ja auch, dass man diese Art von Pflanzmaterial eigentlich nicht kaufen kann. Also das sind alles, wir wollten ja eben so eine Gothic, also so eine Gruftig-Stätten, diese. Und ja, vielleicht kannst du dazu was sagen, also diese, ja, die... Wie hast du dieses Werk entwickelt, Barbara? Also ich habe jetzt irgendwie rekurriert, weil wir so... Jetzt, wo alles steht, kann man ja wieder mal ein bisschen drüber nachdenken, wie alles begonnen hat. Das geht ja irgendwann zwischendurch verloren, nicht wahr, während man irgendwie so mittendrin ist. Und ich glaube, wir hatten unsere erste richtige Besprechung zu dem Thema so Ende April 2019. Und eigentlich sind sehr viele Sachen geblieben, die damals besprochen wurden. Es war noch nicht so ein gerader Weg der Weiterentwicklung, aber die Gstätten so als Konzept war eigentlich schon von Anfang an da. Das hat sicher auch was damit zu tun, also die Verena und ich sind ja gemeinsam am Wiener Stadtrand aufgewachsen und wohnen jetzt an unterschiedlichen Wiener Stadtränden. Das heißt, dieser Bezug zu peripheren, urbanen Räumen, eigentlich der Heimat der Gstätten,
ist da und ich würde sagen, für uns beide auch sehr positiv konnotiert. Ja. Und die Geschichte mit dem Gothic, also das ist mehr so eine Erweiterung der Romantik, also da gibt es ja eine große Überschneidung sozusagen, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Strictly speaking wäre Gothic so zeitlich ein bisschen vor der Romantik eigentlich und deckt halt so einen gewissen Themenkreis ab, also wo es um so Dinge geht wie das Unheimliche, so die Verfremdung eigentlich von Natur auch, von Beziehungen und so weiter. Und das ist einfach ästhetisch interessant und ein ganz starker Bezugspunkt. Man sieht es ihm jetzt nicht so offensichtlich an, sind eigentlich so romantische Landschaftsgärten, englische Landschaftsgärten. Also das ist so 17. Jahrhundert. Ausgehendes 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, wo weggekommen wird von formalen Gärten und wo stattdessen Landschaftsgärten angelegt werden, zum Teil mit unglaublichem technischen Aufwand auch. Also es gibt so ein paar Fälle in England, wo so herrschaftliche Gärten angelegt wurden, wo Dörfer umgesiedelt worden sind, weil das der Ort war, wo der See hin musste. Ja. Und es ist halt so ein Idealbild von Natur, also stark ästhetisiert, wo es darum geht, ums Draufschauen. Weil ganz stark so Fluchtpunkte, irgendwelche gotischen Ruinen, künstliche, die eben Perspektive erzeugen und so weiter und so fort. Und das Ganze, denke ich, also steht zur Diskussion, aber denke ich, hat sehr stark unser Naturverständnis geprägt, auf eine sehr artifizielle Art und Weise. Also das, was man als Natur wahrnimmt, ist oft sehr künstlich. Und darum haben wir einen aus Naturmaterialien erstellten hochartifiziellen Badeteich mit hochartifizieller Gestätten da. Und Gothic, ich glaube, die Verena hat es ausgesucht, weil ich war, I was the teenage goth. Die Verena war mehr so der Mod. Und da kann man schon damit arbeiten. Ja. Und dann irgendwie noch Beethoven und Theodor Corenzis und... Langsam. Da habe ich eine Frage. Wenn ihr jetzt zusammen in dem Gegenwartskunsttempel Wien eine hochwichtige Ausstellung gemeinsam entwickelt. Unterscheidet sich euer Zusammenarbeiten arg von wie ihr rumgehangen seid auf der Gstätten oder anderswo als Schülerinnen? Nicht wirklich. Nein. Eigentlich gar nicht. Mehr Ressourcen und dann doch so 20 Jahre mehr Skills irgendwie. Aber eigentlich ist es genau so wie in der Schule, wo die Verena angekommen ist und gesagt hat, ich habe ein paar Leute kennengelernt. Wir machen jetzt so einen Modclub im Bach. Magst nicht auch irgendwas machen? Und die Fotos in der Publikation, wo ihr offenbar im Teenageralter zusammen zu sehen seid, sind die aus dem Modclub? Das ist, glaube ich, in der Schule. Also es gibt da zwei Fotos. Also es gibt ein Foto, da, das war, glaube ich, 1999, anhand der Matrix-Sonnenbrillen zu urteilen, wo wir vor dem Spind, ne? Ja, genau. Ich hab so eine 60s-Frisur, so eine Tokotronic-Trainings-T-Shirt, das ich auf Sprachlehrerin in Deutschland, die gab es hier dann super. Henna, Dark Red Haare und so eine Matrix-Sonnenbrille und schwarze. Henna, genau. Ja. Ja. Es gibt leider keine Seitenzahlen in der Publikation, sonst würde ich zum Mitblättern einladen, wie in der Kirche. Entschuldigung. Ja. Lied 137. Ja. Bitte Seite 48. Aber da habe ich eine grundsätzliche Frage. Wie kann man denn so beim Persönlichen anfangen und ungeschützt hinausgehen
und sagen, wenn ich eine hochwichtige Kunstausstellung mache, dann lade ich meine beste Freundin ein und arbeite so wie mit 15. Ist das nicht eine Unverschämtheit gegenüber den Gästen? Gegenüber den Gästen oder gegenüber der Institution? Oder gegenüber der Institution und den Gästen. Läuft das Spiel nicht auf der Voraussetzung, dass man von sich selbst abstrahiert und an einer Art von Allgemeinem arbeitet, von Kunst als etwas, was das Individuelle überschreitet und überzeitlich eine Art von Bezugsrahmen bildet. Ein Gespräch aller Werke über Jahrtausende hinweg untereinander. Ich meine, die Werke von vor 200 Jahren verstehen euch doch gar nicht. Weißt du, ich meine? Naja, also das, also ich kenne die Babsi 25 Jahre und nach 25 Jahren bekommt man eine Bronze zum Jubiläum. Nein, also das ist, ja klar spielt oft Autobiografisches in meiner Arbeit eine Rolle, also eine sehr zentrale Rolle. Aber ich denke, dass daran, dass das quasi auch exemplarisch für Dinge steht. Also diese Bronze zeigt die Babsi mit ihrem, wie sie mit ihrem Handy, so wie sie es immer auf, für ihren Instagram-Account macht, einen Strauß Blumen fotografiert. Also hier wurde die so gefertigt, dass also quasi eine Vase, das ist wie so eine abgeschnittene Plastikflasche, wie das die Babsi oft verwendet, als auch zum Transportieren, wenn sie Blumen bringt. Es gibt auch noch Vasen in der Ausstellung, Bronze und Aluminium, die auch, das sind auch Modellstadtblume, also diese abgeschnittenen Mineralwasserflaschen. Also wir haben auch darüber geredet und das ist ja nicht ein Porträt von ihr, sondern von ihrer Instagram-Persona. Und ich habe über das Jahr, wo wir den Dialog hatten, sehr viel von ihr über diese, über die Welt, also diese Floristikwelt auf Instagram, wie das inszeniert wird, welche Ästhetik da, also wie sich das verändert hat. Also das geht von halt Hochzeitsschmuck über, also ich habe davon überhaupt keine Ahnung gehabt. Das war sehr, sehr interessant, also diese Ebene. Seitdem schaue ich auch immer, weiß nicht, wenn man sieht, keine Ahnung, Nobelpreisverleihung, was für Blumenschmuck da ist und wie das ist ja alles sehr, also das hat ja also auch politische Konnotationen, dieser wie da gearbeitet wird und diesen Blick darauf, also eben, also das ist auch also angewandte Kunst und das ist, ich habe das in der Kunst also nicht mitbekommen, dass man sich damit mit sowas beschäftigt, ja, mit angewandter Kunst schon, also ich habe mich auch viel mit Textilkunst und sowas beschäftigt, aber das war jetzt mir neu und ja und eben welches Material da verwendet wird, also das ist also das fand ich schon sehr 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 interessant, weil ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Die Babsi hat auch Module entwickelt, die Urbanitsch-Module. Das sind so, vielleicht kannst du die, die sind also ohne, ja, die. Also es geht um die Konstruktion der Gestätten. Ja. Es sind ein paar Lebendpflanzen drinnen. Die sehr nett das Team vom Roman Fuchs, die den Teich gebaut haben, für uns mitgebracht haben von ihrer persönlichen Gestätten. Das wäre, habe ich fast vergessen. Und die Trockenblumen aber, also alles andere sind tatsächlich Gestecke. Ja, also das ist nicht natürlich gewachsen oder sonst irgendwie mitgenommen, sondern das steckt in den Urbanitsch-Modulen, haben wir uns geeinigt. Was ist das für Material? Worin steckt das? Das sind Balkonblumenkisten aus dem Baumarkt, nach Ende des Lockdowns gekauft. Mit Erde drin, oder was ist das? Nein, da ist ein Drahtgeflecht drinnen, so ein Sechseckgeflecht, und unten ist ein bisschen Sand eingefüllt.
Einerseits zur Beschwerung, andererseits um noch so ein bisschen Grip zu geben. Und das war an und für sich gang und gäbe in der Floristik, bevor der Steckschaum, dieser Plastikschaum irgendwie die Weapon of Choice geworden ist und halt auch so die Stilistik verändert hat. Und es gibt in dieser modernen Floristik halt so die Bewegung weg davon und zurück zu Drahtgeflechten und dergleichen mehr, wo halt dann die Gestecke auch anders aussehen, nämlich naturnah oder halt dieses Hinarbeiten auf die Idealvorstellung von Natur. Dazu passt ja auch der starke Erfolg von dem Gärtner mit dem holländischen Namen. Fällt mir gerade spontan ein, bin er nicht? Piet Udolf. Genau, der die Highline in New York auch gestaltet hat und den Garten der Serpentine Gallery. Ganz genau. Wo also im Grunde so ein Weg, also man könnte vielleicht fast sagen, die Romantik wird nochmal transzendiert, denn es geht darum, die Idee dieses durchgestalteten Gartens zu überwinden, hin zu fließenden Übergängen von verschiedenen Spezies. Und das kommt jetzt quasi aber wieder an in dem Hyperbedeutungsproduktionsdispositiv Gegenwartskunst, ne? Lustigerweise. Ja, also ich denke, dass es da schon von beiden Seiten sozusagen gerade eine ziemliche Annäherung gibt, irgendwie was Kunst und Gärten und Blumen angeht. Wobei man halt dazu sagen muss, es ist halt ein bisschen ein anderes Bild von ästhetisierter Natur, weil es halt im Gegenteil zu den Wäldern der Romantik eigentlich so eine Prärie ist, mehr oder minder. Also das ist sehr viel Gräser, alles bewegt sich, Stauden und so weiter. Aber das ist ein hochkomplexer Prozess, das zu designen. Also das sind so Matrix-Designs, wo wirklich jede Pflanze quasi ihr Plätzchen bekommt und so. Der postet auch manchmal, und es gibt Bücher dazu, wo man diese Pflanzpläne sieht. Und es sieht so ein bisschen wie so ein Pünktchenbild aus, von dem es ja vielleicht auch ein oder zwei hier in der Ausstellung gibt. Also das ist auch so, es braucht ganz schön viel Arbeit und Technik, um bei Natur anzulangen. Um diese Bilder von Natur zu generieren quasi. Das erinnert mich, kurzer Einschub von etwas, was mich sehr fasziniert hat, das Aufkommen der Pixel Farming. Also eine Idee von industrialisierter Landwirtschaft, in der unzählige Kleinstroboter das Wissen indigener Völker um zirkuläres Farming und nachhaltige Landwirtschaft umsetzen und quasi auf beliebigen Flächen in der Lage sind, die Pflanzen miteinander zu kombinieren, die gegenseitig sich unterstützen können. Also um die monokulturelle Landwirtschaft zu überwinden. Das ist vielleicht ein gewisser technologischer und ästhetischer und lebensgestalterischer Horizont, vor dem wir hier sitzen, wird mir gerade erst klar. Ne? Also eine Zukunft, in der algorithmisierte Roboter Wissen umsetzen, was ihre Bediener gar nicht haben müssen und genau solche Landschaften und Naturbilder im Grunde in der Feinkörnigkeit, wie nur die Natur sie bisher konnte, umsetzen werden. Ne? Was dazu ein. Also, weil, jetzt ist das Mikrofon. Genau, also die genau, das ist, also das hat sehr viel damit zu tun, wie wir beide die Gstätten was die Gstätten für uns ist. Also meine Mama hat mir bei der Eröffnung einen Artikel, also zwei Artikel aus der Zeitung ausgeschnitten in einem Kuvert mitgebracht. Das war sehr nett. Zuerst habe ich gedacht, ich kriege vielleicht ein Kuvert mit ein bisschen Geld, aber nein, ist okay. Nein, es geht eh dabei, ich melde mich dann, wenn ich was brauche. Also aus dem Kurier, das war so eben am 2. Juli. Da steht in der Kritik, also in dem Text, die Kunstwelt, eine Gstätten des Geistes. Und dann steht da, eine Gstätten, sagt der Sezessionspräsident Herwig Kempinger,
ist ein Grundstück, auf dem nur die widerstandsfähigsten Gewächse überleben. Diese Eigenschaft verbindet sie mit der Kunstwelt. Die letztere ist bekanntlich infolge der Corona-Krise derzeit besonders ausgedörrt. Ausstellungen und Messen wurden reihenweise abgesagt. Also, und ich glaube, da wollten wir auch noch mal kurz widersprechen, dass die Gstetten quasi, also so diese das klingt so ein bisschen so darwinistisch, so der Stärkere setzt sich durch und so. Also für uns, also ist die Gstetten, es gibt übrigens auch ganz toll, also die Wiener Umweltanwaltschaft, das war auch ein Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der Gstetten, die gibt einen Gstettenführer heraus. Ja, den kann man gratis online bestellen auf der Website von Wiener Umweltanwaltschaft. Und also das ist wie ein Führer durch, also der wird immer abgedatet, weil diese Gstetten, die halten sich ja nicht ewig, manchmal verschwinden, weil das sind ja Baulücken, teilweise die Zwischennutzung, und hier wird auch der Gstetten eine andere Philosophie, also da geht es um eine andere, also eben, was ist eine Gstetten, also oder auch Stadtbrache auf Hochdeutsch, Verwilderungsareal, die Stadtwildnis oder Niemandsland genannt, das sind Flächen im verbauten Gebiet, auf denen sich zumindest eine Wachstumsperiode lang vom Menschen nicht gezielt beeinflusst, dem Standort entsprechend Tiere und Pflanzen ansiedeln können. Manche Gstetten bleiben lange ungenutzt. Häufig sind Gstetten Flächen, deren ursprüngliche Nutzung, wie zum Beispiel als Fabriksgelände, als Weingarten oder als Schottergrube aufgegeben wurden. Und bleiben diese Flächen sich selbst überlassen, werden nicht gepflegt, so entstehen Gstetten. Und je nachdem, was die ursprüngliche Nutzung der Fläche war, bilden Gstetten ihren Charakter aus. Und es kommt zu einer Abfolge von Pflanzengesellschaften, die an den jeweiligen Standort gut angepasst sind. Bla 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 und so weiter. Und da geht es aber hier, da geht es auch darum, dass eben, dass eine Gstetten anders aussieht als eine gepflegte städtische Parkanlage. Es wird wo das Gras kurz geschnitten wird, Sträucher, Bäume gestutzt werden und die Wege sauber gehalten werden und so weiter und so fort. Unkraut. Und eben ganz anders sieht es auf der Gstetten aus. Sie machen einen ungeordneten, natürlichen Eindruck. Hier dürfen die Gräser hoch werden. Und es gibt viele verschiedene Kräuter und Blumen. Das Wort Unkraut hat hier keine Bedeutung. Nichts wird bekämpft. Bäume, Sträucher, Gräser, Kräuter, Kletterpflanzen wuchern einfach wild. Es gibt keine vorgegebenen Wege. Jeder sucht sich seinen Weg selbst. Bei uns geht es dann nicht darum, dass sozusagen der stärkste Pflanze, das stimmt doch, glaube ich, teilweise gar nicht, sondern... Also unsere, genauso wie romantische Landschaftsgärten ja ein Idealbild von Natur nachbilden wollten, ist es auch für uns so, dass die Gothic-Städten Abbild eines utopischen Freiraumes ist. Ja? Dass man biologische Interpretationen heranzieht, ist ja historisch nicht ungewöhnlich, aber es muss nicht immer eine sozialdarwinistische sein. Ja, also man kann sehr wohl auch über Fragen von Diversität und ökologischen Nischen solche Dinge abhandeln, die dann ein ganz anderes Gesellschaftsbild abbilden. Ja? Also die Gstetten steht gerade eben nicht für diesen darwinistischen Raum, in dem der Stärkste sich durchsetzt, wie der Sezessionspräsident postuliert hat. Der übrigens selbst nicht anwesend sein kann. Er hatte mir bei der Eröffnung gesagt, 11 Uhr sei ihm am Sonntag zu früh. Aber das führt zu einem Thema, das führt zu den vielen Hausaufgaben, die ich bekommen habe für die Vorbereitung für dieses Gespräch. Ich habe nie so viele Bücher zugeschickt bekommen von einer Künstlerin vor einem Künstlerinnengespräch. Und unter diesen Büchern ist dankenswerterweise... Die Rache am Redakteur. Genau. Ich lies das mal. Du willst Buchstaben? Du kriegst Buchstaben. In dem Fall sehr empfehlenswert, die Anarchie der Vorstadt, kennt ihr wahrscheinlich eh alle in Wien, von Wolfgang Madatana und Lutz Musner. Ist im Grunde der Versuch einer Vervollständigung der Geschichte der Moderne
von der Peripherie her. Es wird erzählt, wie einerseits das Zentrum Wiens sich kulturalisiert hat, als Kulturalisierung ist ein Begriff aus der Soziologie. Der Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt damit, wie Altbauwohnungen in den 70er Jahren plötzlich zu etwas Wertvollem, kulturell Wertvollem wurden. Oder wie irgendwelche alten Stühle etwas Wertvolles wurden, wie irgendwelche alten lästigen Familienanwesen durch neue Denkmalschutzpolitik mit staatlicher Subventionierung zu touristischen Destinationen wurden. Kulturalisierung ist im Grunde die Kernproduktion der Gegenwart. Luc Boltanski und Arnaud Esquer sagen, dass Kultur der Rohstoff fürs 21. Jahrhundert sei, so wie Öl fürs 19. Jahrhundert. Und Andreas Reckwitz sagt, dass alle Branchen eigentlich nur den kulturellen Sektor hinterher produzieren. Also Hornbach macht mit Ai Weiwei Werbung, verkauft dann diese vielen einander gleichen Dinge, aber er macht das, indem er Einzigartigkeiten verkauft. So, okay, zurück zu Wien, um 1900, wo das Gleiche passiert ist, man hat die eigene Erfahrung singularisiert, kulturalisiert und gleichzeitig die Stadt als Text erschlossen, Musel, und dabei immer die Peripherie ausgelassen. Also die Vorstadt war etwas, wo man mit der Droschke durchgefahren ist, zu dem Abendessen draußen auf dem Anwesen, und dazwischen war quasi nichts. Also die Romane der Moderne sind frei von Vorstädten und Städten. Und was ihr hier macht, verstehe ich gewissermaßen ähnlich wie mir dieses Buch zuzuschicken. Es geht wahrscheinlich darum, unter anderem die Festlichkeit, die Einzigartigkeit, die betrunkenen, glücklichen Gesichter der Sezessionskünstler, die auf Podesten lungernd glücklich nach dem Kostümfest ihre Bäuche vorzeigen, und den Blumenschmuck, der damals ja überall in den Ausstellungen zu sehen war, das zusammenzuführen mit der Welt, auf deren Ausschluss diese Produktion von Kultur damals beruhte. Kann das sein? Ja. Die große Herausforderung, wenn man so eine Ausstellung, wenn man eingeladen wird in so einem Raum, eine Ausstellung zu machen. Also für mich ist das ein Moment, dass das ja dass das Publikum in der Sezession wenn nicht gerade eine globale Pandemie ist, sehr touristisch. Mein Ausgangspunkt war, für wen mache ich die, wer sind die Besucher, Besucherinnen, die Betrachter? Das ist einfach ein anderer Ort als jetzt eine Galerie, eine zeitgenössische Galerie oder ein Kunstverein oder so, wo man einfach ein spezifischeres Publikum großteils hat. Das war also einer von den Dingen, die so über dem gehangen sind, war ja das Beethoven-Jahr 2020. Die Sezession, genau, also es ist der Beethoven Fries, das war die Beethoven Ausstellung, also dieser, das war irgendwie was, wo ich mich annähern wollte, so an diese, das ist ja auch so ein bürgerliches Bild, ne? Das Piano, das wir hier haben von einem anderen Sponsor, Bösendorfer, das ist ein mit Blattgold überzogene Edition Nummer 1 von 21, Vers Sacrum, das ist also dieser irgendwie bildungsbürgerliche Referenzrahmen mit Beethoven, also für die Babsi und mich, wir sind ja so Fans von Theodor Kurenzis, dem Dirigenten, der in der Publikation ja auch eine Rolle spielt. Also es gibt einen ganz tollen Text in dem, meine Idee war, was mache ich 2020 zu Beethoven, und dann ist das gekommen, also
es gibt einen tollen Text in der Publikation von Dietrich Diederichsen über Theodor Korenzis. Und das war auch, es war für mich auch einer der Highlights eigentlich in der Produktion, wie diese Kommunikation, also ich dachte, es wäre einfach Pressefotos von Theodor Korenzis für die Bebilderung des Artikels organisieren zu lassen, aber das war sehr beeindruckend, wie das Management von dem Herrn Korenzis das Absegnen hat lassen. Das erfahren wir vielleicht übrigens in der Zeitung, in der täglichen Arbeit. Ne? Wir bilden uns immer ein, wir wären eine allgemeine Zeitung, eine Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wenn es die irgendwann nicht mehr geben sollte, dann ist das Allgemeine, die Idee des Allgemeinen endgültig gestorben. Ihr grabt ja schon tüchtig dran. Aber eine allgemeine Zeitung, finden wir, sollte natürlich in der Lage sein, alles, was öffentlich ist, auch abzubilden. Aber in einer Ökonomie, in der Einzigartigkeiten produziert werden, in der alles um Kulturalisierung geht, um Sichtbarkeitskapital, ist je größer, je mächtiger der Selbst- und Kulturproduzent ist, desto schwerer ist es, Bilder von ihm zu bekommen. Und zusätzlich ist es ja auch für die kunsthistorische Forschung schwierig, in Büchern Bilder zu zeigen von Damien Hirst oder Jeff Koons. Es ist für Kunstzeitschriften wird es immer schwieriger, weil der visuelle Raum eben immer mehr privatisiert wird. Und in dieser Privatisierungstendenz habt ihr euch auch gefunden? Ja, also das war, Theodor Korenzis fand ich ja irgendwie eine ideale Figur für die Themen, um die es in der Ausstellung gehen soll. Also der ist, so, ich meine, er schaut aus wie irgendwie so Grufti Boyfriends als Team als Teenager gehabt hat. Also so mit, wir sind ja Fans, wir haben uns während der Produktionsprozess immer zur Motivation so Sachen zugeschickt. Der Theodor Korenzis ist ja auch dem Kommerz überhaupt nicht abgeneigt. Also er hat schon 3 Parfums herausgegeben, die wahnsinnig teuer sind, 350 Euro. Ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich das mitbekommen habe über das Management, die Kommunikation, muss man ja auch das Layout vorlegen lassen. Und Theodor Mark loves the idea, however he would like to change some of the photos. So ungefähr. Sehr, sehr glamourös fand ich das. Das müssen wir sicher dann rausschneiden online, kriegt man sicher wieder ein Mail vom Management. Aber das Schöne finde ich auch, dass er diesen wahnsinnig also gewohnt hellsichtigen, klarsichtigen und lapidar dahingeworfenen Gegenwartsdurchdringungstext von Dietrich Diederichsens, der im Grunde die ganze Gegenwart am Schopf von Theodor Korenzis aus dem Konzertsaal zieht, mochte. Dass er also einen Text, den man eigentlich als Kritik verstehen könnte oder als wohlwollende, affirmativ formulierte Kritik, der an der Figur von Korenzis, also das ganze romantische Künstlerideal und seinen Platz heute in der Kultur, die übrigens Barbara Urbanic in ihrem Text hervorragend beschreibt, von Thomas Chattison bis über Steve Jobs bis Lana Del Rey, steht hier alles drin. Also die beiden Texte zusammen, jetzt bin ich schon wieder in der Werbung. Man kommt da aber heute auch nicht raus. Das ist ja alles Werbung. Nein, das möchte ich noch. Also wir sind unbedingt. Ja schon, und dann müssen wir fürs Publikum mal öffnen. Nein, das möchte ich noch zum Schluss den Werbetext von einem Parfum von Theodor Korenzis. Das heißt Terros. Das Thema ist Sommer. Also das ist genau. Das hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen Werbetext geschrieben hat. Zumindest abgesegnet. Ja, absolut. When the summer sun heats up the skin, when the memory of tender kisses remains savage, when your poem cannot be understood, when your love drives you to be another you, when your passion takes you to unknown islands, when the hot sand and sea water become a piece of art, when the philosopher meets the alchemist, when a potion of antiquity leads to intuitive experiment. Und dann sind noch die Komposition von dem Parfum ist folgendermaßen: Sun heated sand, smell of wet skin out of sea, overheated air,
burning stone, sea salt, hot chocolate kisses, aftertaste of lipstick, Vietnamese agar wood, patchouli, of course, amber, ambret seeds and true ambergris. Yeah. Aber meine Damen und Herren, wir sind angekommen im Tempel der wahrhaftigen Empfindungen und laden Sie jetzt herzlich ein, sich in diese Veranstaltung einzuschreiben mit Ihren Fragen. Oder Antworten. Mikrofon mit einem langen Griff. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, warum der Griff lang ist, aber es hat Sicherheitsmaßnahmen. Auch Kritik ist erwünscht. Also, sage ich jetzt mal so als Kritiker. Ja. Das ist ja so eine kulturhistorische Abhandlung über die Gestätten. Und es ist so wahnsinnig homogen, wie ihr da jetzt in eurem Gesprächsmodus verfahrt. Aber andererseits, Verena, sind da ja, sehe ich da so verschiedene Wörter oder Fuck oder unheimlich aggressive Formen der Übernahme von fast zitathaft zynischen Momenten, auch von anderen Künstlern. Ihr habt euch jetzt so liebevoll auf diese Gstätten eingeschossen, aber der Großteil der Ausstellung ist ja davon jetzt noch gar nicht berührt. Das ist nämlich ein Verfahren von dir, von Appropriation, die irgendwie was Knallhartes auch suggeriert. Wer gibt dir denn das Recht, sowas zu machen? Und was bedeutet denn das für dich? Danke, Heinrich. Wer gibt mir das Recht? Also die Zitate, also das ist, wenn wir vielleicht, wir waren ja auch bei Pünktchen. Also einige der Arbeiten, auch wenn sie so wirken, also sind auch so ein bisschen selbstreferenziell, weil also zum Beispiel diese Bilder, die mit Punkten, diese großen Punkte, so dem in Hörst, wo Live, Love, Love drüber steht. Das war einmal ein Bühnenbild, das ich gemeinsam mit Dominik Wiesbauer am Berliner Ensemble 2018 gemacht habe. Die Regisseurin ist heute auch hier, Christina Czariski. Und ich habe dieses, war ein überdimensioniertes Bild, das genauso aussah wie diese Pünktchenbilder, was wiederum quasi, also diese Punkte sind für mich eine Referenz an einen Text, den ich mal über eine Damien Hirst-Ausstellung in Texte zur Kunst geschrieben habe. Da war ich in Los Angeles und habe diese Ausstellung gesehen bei Gagosian. Und das mag vielleicht eine seltsame Erklärung sein, aber für mich sind das so selbstreferenzielle Punkte teilweise auch. Also bei diesen Messeständen, also geht es ganz stark um die Rahmung, diese Schilder, die sind ganz, ganz wichtig. Diese Galerien, die heißt ja Galerie Meierheim und Galerie Meierheim Projects, und ohne diesen Schilder, also ich habe ja auch diesen Artikel, also es gab so von der Almut Spiegler, meine Mama hat mir auch mitgebracht, in der Presse, da so eine, da weiß ich nicht genau, wie es gemeint ist, wo sie schreibt, eine ideale Kunstwelt gab es nie, es wird so schlimm wie nie. Da schreibt sie, es gibt tatsächlich Stimmen in der Kunst, die denken, dass die Corona-Krise sie aus den Fängen des Kapitalismus befreien wird. Lustig. Und dann schreibt sie eben, der Titel allein wäre schon der Knüller, also mein Titel, heißt Verena Dengers Installation im Hauptraum der Sezession. Eine nette Persiflage auf den Wiener Kunstmarkt und dessen Geschichte, die auch hier in der Sezession geprägt wurde, etwa durch Verkaufsausstellungen mit gediegenem Blumenschmuck. Und da geht es dann darum, dass es sozusagen, dass es angeblich eine Kritik, also so eine
Kritik am Kommerzaspekt der Kunst ist, aber ich finde ja durch meine Rahmung, dass durch diese, Meyerheim kommt ja aus einem antisemitischen Gedicht von Theodor Fontane, oder quasi, wo es um den der jüdische Kapitalist, der überall ist, der Meyerheim sitzt überall, finde ich, und das ist natürlich eine Anspielung auf meine Galerie ist Meyer Keiner und die Schauspielerin, die in meinem Groschenroman die Hauptrolle spielt, heißt Meyer Feld. Also ich habe was gesucht, das auch mit Meyer. Das war Zufall. Durch Zufall bin ich auf dieses Gedicht gestoßen. Und das passt natürlich super, weil das ja, wie auch der Groschenroman, quasi diese romantische Künstlervorstellung so, dass der Künstler frei ist von diesen Kommerz und diese, also ja, das sind so Figuren, die ich da erfunden habe in diesem Groschenroman, wie so der linke antikapitalistische Künstler, der nicht merkt, wenn er irgendwie antisemitische Denkmuster wiederholt, wenn er den Kommerz anprangert und so. Das ist eigentlich meine Rahmung, aber ich sehe es auch sehr viel, also für mich ist es auch so wie eine Form von politischer Comedy vielleicht, also die Installation. Also du sagst zynisch, Heinrich, ich das ist das sind unterschiedliche Formen des Humors, glaube ich. Hat das mit der Galerie zu tun? Ist das eine Anspielung auf eine historische Belastung oder was stellst du da für Nähe zur Galerie Meyer Keiner her? Das verstehe ich nicht. Ja, es ist, das sind einfach so, das, was Kolja vielleicht angesprochen hat, diese autobiografischen Aspekte meiner Arbeit, ne? Dass man weiß, dass ich bei der Galerie bin und dann ist die Schauspielerin, das ist so, Wortspiel über die. Ja, ist eine Wortmeldung? Ich wollte daran erinnern, in Wien hat es ja auch an der Angewandten ein Institut für Gartengestaltung gegeben. Einmal, also das hat doch eine gewisse Tradition, die Garten und Pflanzen in der Kunstwelt, also auch hier in der Rezeption von Älteren, so wie ich, die das alles erleben und das Gstetten auch als Kind erlebt habe und nämlich nicht als romantischen Ort. Die Gstetten in Wien war auch ein Ort der Brutalität. Dort haben sich Gangs gegenseitig niedergeschlagen, dort wurden Mädchen vergewaltigt. Und also das ist, passt gut zu diesem Vorstadtbuch, nicht? Auch die Romantisierung der Vorstadt, die eigentlich ein Ort der Armut war, so ist die Romantisierung der Städten genauso ein Ort. Man könnte das so interpretieren, dass hier die Städten ja tot ist, nicht? Die Städten einerseits hochgelobt als Ort des ungetrübten Entfaltens von Pflanzen. Hier sind die Pflanzen getötet, sie sind trocken, sie leben überhaupt nicht. Sie sind nicht im Außenraum, sie sind im Innenraum. Es ist ein Minimundus mit dem kleinen Teich. Also ich sehe das schon auch, das ständige Brechen von etwas, nicht? Also in Ihrer Ausstellung, dass Sie etwas hier hereinholen und es genau ins Gegenteil verkehren, von wo Sie es genommen haben. Ich sehe da. Also wie gesagt, auch darum geht es, denke ich mir, weil die Geschichte mit der Romantik, auch mit der Gstättenromantik, es geht ja auch ein bisschen darum, dass man nicht frei ist und dass man nicht davor gefeit ist. Und dass diese Romantisierung, die da passiert, also dass man das sozusagen auch selber macht. Das kann man aus einer privilegierten Position her als utopisches Gedankenexperiment sehen, das aber natürlich genauso abgehoben ist von Realitäten und von historischen Realitäten wie andere romantische Idealisierungen. Und ich meine, es ist eine Gstätten in der Sezession. Also. Also das, wir möchten, glaube ich, darauf hinweisen, dass
dass zu keinem Zeitpunkt wir wollen, dass jemand glaubt, dass wir hier Natur gemacht haben. Es gibt eine Frage. Ja, also für mich ist es ein bisschen gefährlich, dazu was zu sagen. Aber ich möchte auch auf den Heinrich Dunst ein bisschen antworten. Ich glaube, dass man hier viel zu inhaltistisch denkt. Das heißt, was hier gesagt wird oder ausgedrückt wird, oder die Diskurse, die angesprochen sind. Also die gibt es seit Jahren, Jahrhunderten im Grunde genommen. Und nicht zuletzt, unsere Galerie hat ja die abgehandelt. Also in dem Sinne ist es ein Déjà-vu von Christian Philipp Müller auf der Biennale bis zu... Also jedes einzelne Element könnte man jetzt irgendwie so in der Historie verankern. Aber was ist eigentlich Essenz des Ganzen, nicht? Also gerade für mich, wozu bekennt man sich an so einen Künstler, der es halt wieder und wieder und wieder macht, nicht? Das ist eben die grundsätzliche Frage, wie weit sind diese aufklärerischen Diskurse zu Ende oder nicht? Das ist gerade in der Zeit relativ wichtig, darüber nachzudenken. Und niemand weiß eigentlich die Antwort, das ist eine Neigungsgruppe. Aber was eigentlich interessanter ist, was da auch angeklungen ist, wie verhandelt Verena diesen Deal mit der Ewigkeit, nicht? Und das ist natürlich eine Schwierigkeit bei jeder performativen Ausstellung, bei jeder installativen Ausstellung, nicht? Und das entscheidende Problem oder die entscheidende Qualität, glaube ich, die wir jetzt hier verhandeln können, und das ist eben kein Deal mit der Ewigkeit, komischerweise, das ist dieser Vitalismus, der drinnen ist, nicht? Also Verena ist jung, geblieben zumindest, würde ich sagen mal, und kann das dieses Vitalistische irgendwie lebendig machen. Also ich finde es nicht so wichtig, was jetzt im Einzelnen da gesagt wird, ob gut oder schlecht und so. Also insgesamt das Ganze hat eine Vitalität und das ist so, sagen wir, ein gewisses Privileg jeder Generation, die neu denkt. Und das kann diese Ausstattung vermitteln und deswegen finde ich, dass die als Ausstellung total gelungen ist. Und ich würde mich jetzt hüten davor zu sagen, wie schlecht ich jetzt, das ist keine Ikebana-Ausstellung, muss man mal so sagen, nicht? Und auch im kunsthistorischen Sinne, ja, würde ich jetzt sagen, wie ist the making of und ist das schon gesagt und kann das der besser sagen oder nicht. Aber das insgesamt, der Spirit, der ist da und das finde ich, darüber sollte man sich konzentrieren. Und das glaube ich, jede Galerie versucht immer wieder, wenn es nicht gerade sich zu Tode langweilt mit sich selbst, immer wieder dieses Momentum zu erwischen. Und das ist sehr flüchtig, nicht? Das ist ein Aktualitätsbezug, den du dann ansprichst, der in sich, das ist ein Aktualitätsbezug, den du da ansprichst, Christian, der in sich schon latent problematisch ist. Der Direktor des MAC hat einen Essay geschrieben und gründet eine neue Galerie, die heißt Climacare Galerie, und er unterordnet oder er nähert sich diesem Argument von dir jetzt genau von dieser Seite an, dass man sagt, also es gibt einen vitalistischen Moment der Gegenwart und der muss jetzt irgendwie wirklich, der ist irgendwie wirklich tragfähig und allein die Form, wie du das jetzt da ausdrückst, ist in sich schon total prekär. Was soll das heißen, dieser vitalistische Akt oder dieser Moment? Also das ist ja schiere Ideologie, die du verzapfst. Macht's ja, ist das... Da auf geht die Gstätten mit auf euch. Auf die Blutwesen. Nein, aber darf ich noch kurz... Ich habe jetzt auch nicht alles verstehen können, weil wir hier den Raumklang sehr schwer wahrnehmen können. Aber Vitalismus, wenn ich eine letzte Frage nochmal stellen darf, um es auch zusammenzubinden und jenseits der Frage, was man jetzt geglückt und was nicht findet. In Vitalismus gibt es ja einerseits überhaupt nicht, in der Form, dass hier nur Kaputtheit präsentiert wird, Verwilderung, ja. Verwilderung der Institution, Verwilderung des Konzepts der Künstlerin, in dem alle möglichen Leute einladen, die weitere Leute einladen, bis die Hells Angels bei der Eröffnung vor der Tür stehen. Verwilderung und gleichzeitig aber dennoch ein Vitalismus, in dem Sinne, als das eigene Leben als Ressource ernst genommen wird, im Grunde vielleicht als die ernstzunehmendste Ressource in deinem Werk. Das ist ja wirklich ein Charakteristikum, dass du von deinen persönlichen Erfahrungen ausgehst, von deinen persönlichen Beziehungen. Wie verhält sich diese Art von Umgang mit dem Selbst zur Künstlerromantik?
da gibt es ja eine gewisse Nähe, dass man aus dem Ureigenen heraus eine Transgression schaffen könnte. Alter, cool, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Das war eine von diesen Fragen, genau, ich habe mir das aufgeschrieben, du hast es mir gestern gesagt, genau, da gab es drei so Fragen von dir. Ja, wir haben nichts, was wir heute gemacht haben, war wirklich abgesprochen. Das war die einzige Frage, auf die ich Verena gebeten habe, sich vorzubereiten. Nein, so deutlich war das auch nicht. Dann ist ja auch okay. Würde vielleicht auch zu lange dauern, das abschließend zu beantworten. Ich meine, ich fand deinen Eindruck interessant, wie du angekommen bist, also bei der Eröffnung. Ich weiß nicht, ob es vielleicht war es auch durch die Reise, weil es ja schon, also das ist auch was du zu mir gesagt hast, gleich so, das ist so kaputt hier. Und es war so ein interessanter Moment für mich, ja. Ich weiß nicht, was das damit. Du siehst es vielleicht gar nicht als kaputt, oder? Ich kann diese Fragen nicht beantworten. Also ich bin, also der Prozess dieser Ausstellung war so seltsam, weil so unterbrochen durch diese Pandemie. Also ich meine, es gab so Ausgangspunkte, die sind hier bei der Galerie Meierheim, H88, Stand H88, das ist Code für Heilhysteria, zu sehen, also in so einer Vitrine, das sind so Postkarten, die vom Apple Shop, der Apple Shop auf der Wiener Kärntner Straße, wie die den vor ein paar Jahren eröffnet haben, da haben sie so die Fenster verklebt, damit so, weil das mal ein Ladenlokal der Wiener Werkstätte war, und da haben sie so Muster entworfen, die so auf die Art wie Wiener Werkstätte sind, mit so Schaltkreisen und so. Das wirkt für mich jetzt schon so weit entfernt, dieser Ausgangspunkt. Ich meine, das passt halt total auch gut, also diese Gesamtkunstwerk, Geschichte des Gesamtkunstwerks, also die Wiener Werkstätte, da war das ganze Leben total durchdesignt, und dann macht Apple dieses, also das sind so Überbleibsel von der Eröffnung, das bekamen die Leute, also diese Postkarten. Ich finde das schon interessant. Ich meine, klar, das machen irgendwie Shops, wenn sie an einem Standort eröffnen, dann versuchen sie irgendwas Spezifisches teilweise zu machen, außer Starbucks, wieder das fand ich immer ganz gut, wie Starbucks, so Coffee is coming to Vienna. Das war sehr schön, ja. Auf der Kärntner Straße. Ja. So ein Wunder, dass er nicht gebrannt hat, bevor er aufgemacht hat. Ja, mit so einem Slogan. Aber es ist, ja, also, aber dass das dann quasi Apple so als Silicon Valley, also so diese, wir haben ja auch in dem Katalog, die Babsi erwähnt das auch in ihrem Text, also so diese düstere Hippie-Goth-Schiene. Aber ja, es ist... ist okay. Meine Damen und Herren, wir verlassen ein kaputtes Gesamtkunstwerk. Vielen Dank fürs Vertrauen, meiner Meinung nach, für die Einladung, Verena. Und speziell Silvi Liska. Herr Music, danke Ihnen. Ton großartig, danke bitte, danke sehr. Man kann das Ausstellungsgespräch in einigen Tagen online auf unserer Website sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und ich danke euch, dass ihr uns teilnehmen habt lassen. Danke euch. Sponsor.